Wenn man diese Bilder sieht, könnte man denken, sie stammen aus einem Kriegsgebiet. Doch sie zeigen das, was von der Gaststätte Blaues Pfeilchen an der L1075 zwischen Bad Köstritz und Tautenhain übrig geblieben ist. Eine starke Explosion hatte das Haus am Abend zuvor zerstört. Mit einem Hubschrauber verschaffte sich die Polizei am Morgen danach einen Überblick vom Trümmerfeld. Ein Spürhund kam ebenfalls zum Einsatz auf der Suche nach der Ursache für die Explosion. Gas soll es gewesen sein, wie sich das aber genau entzündete, wird derzeit noch geklärt. Die Druckwelle der Explosion schleuderte Teile des Hauses bis weit aufs angrenzende Feld. Ein gestern Abend vorbeifahrendes Auto fuhr sich auf einem Trümmerhaufen fest, der sich auf der Straße aufhäufte. Um den Fiat kümmerte sich am Vormittag der ADAC, Polizei und THW waren mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Gegen kurz nach 19 Uhr hatte sich die Explosion am Dienstagabend ereignet. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, wurde unterstützt vom Rettungsdienst und den Einsatzkräften des THW. Die Besitzerin der Gaststätte befand sich zur Zeit der Explosion im Gebäude und konnte verletzt geborgen werden. Weitere Verletzte gab es nicht, da das Haus am Dienstag geschlossen hatte.